geehrte Gläubige und Ungläubige, sehr geehrte Theisten und Atheisten, liebe Homosexuelle und Heterosexuelle, das Christentum hat, soweit es zur Macht kam, versucht, die Homosexuellen mit Bibelworten, zum Beispiel 3. Mose 20, auszurotten. 3. Mose 20 heißt es, 3. Mose 20 heißt es, wenn ein Mann bei einem Mann liegt, wie man bei einer Frau liegt. Sollen sie getötet werden? Sollen sie getötet werden? Der christliche Kaiser Theodosius der Große bestimmte 390, dass alle Homosexuellen verbrannt werden sollten. Codex Theodosianus 9,7. Dies Gesetz führte sofort zu dem größten Massaker der Antike, dem Blutbad von Thessalonike 390. Anlass war ein Tumult, bei dem der oberste Militärbefehlshaber Butterich von einer aufgebrachten Menge ermordet wurde, als er einen berühmten homosexuellen Wagenlenker verhaften ließ. Kurz darauf ließ Theodosius 7000 ahnungslose Kinder, Frauen, Männer, Greise unter einem Vorwand in den Zirkus locken und dort alle abschlachten. Die Ermordung der 7000 ahnungslosen Kinder, Frauen, Männer, Greise wurden... Die wurden dem Kaiser vorgeworfen, die armen Leute. Und die Ausrottung wurde von der Kirche nie beanstandet. Ich weiß das auch, ja. Ja, ja. Also du sagst, du sprichst Wahres, Holger. Über 1000 Jahre später, jetzt waren wir ja erst mal 390, heißt es in der Gerichtsordnung Kaiser Karl des V. von 1532, wenn ein Mann mit einem Mann, eine Frau mit einer Frau Unkeusches treibt, soll man sie, und jetzt kommt was, was ich entsetzlich finde, der allgemeinen Gewohnheit nach, denn es waren immerhin schon über 1000 Jahre, dass man das machte, mit dem Feuer vom Leben zum Tod richten. Artikel 116. Montaigne berichtet 1581 in seinem italienischen Reisebericht, in Rom habe er von einer seltsamen portugiesischen homosexuellen Gesellschaft, homosexuellen Bruderschaft gehört, die in der römischen Kirche Saint Jean an der Porta Latina Eheschließungen zwischen jeweils zwei Männern vorgenommen habe, und zwar mit den gleichen Zeremonien und dem gleichen Hochzeitsevangelium wie bei den heterosexuellen Paaren. Anschließend an die kirchliche Trauung habe das Paar eine gemeinsame Wohnung bezogen, es kommunizierte zu Ostern gemeinsam, alles genau wie bei heterosexuellen Paaren. Montaigne schreibt abschließend, 8 oder 9 dieser Bruderschaft seien inzwischen auf Veranlassung der Inquisition verbrannt worden. Der Papst ist ja Chef der Inquisition, wissen Sie ja, die nennt sich heute Glaubensinquisition. Das ist aber ungefähr dasselbe. 5 Jahre später hat Papst Sixtus V. im Juni 1586 einen Priester und einen Knaben verbrennen lassen. Den Knaben gleich mit zu verbrennen, ist noch krimineller, als die Bibel, 3. Mose 20, schon kriminell genug ist, da nach jüdischem Recht minderjährige Knaben unter 13 als strafunmündig galten. Am 5. Juni 1750 wurden 2 Herren auf dem Platz de Grève in Paris lebendig verbrannt. Die berühmte, ich muss mich hier entscheiden zwischen den Blättern, die meinen Herrn, und dem Mikrofon. Die berühmte Enzyklopädie.
die der Aufklärung von Diderot und D'Alembert, deren erster Band ein Jahr später, nämlich 1751 erschien, berichtet in dem Artikel Sodomie, Homosexualität, von dieser Verbrennung und schreibt zustimmend, also es ist die Enzyklopädie der Aufklärung. So, hören Sie sich das mal an. Das göttliche Gesetz fordert die Todesstrafe für die, die sich mit diesem Verbrechen besudeln. Siehe 3. Mose 20. Und diese Strafe wurde auch in unsere Gesetzgebung aufgenommen. Aufklärung. Der Artikel distanziert sich in keiner Weise von der Verbrennung auf dem Platz de Grève, beeilt sich vielmehr hinzuzufügen, dass die gleiche Strafe auch für Frauen und Minderjährige gelte. Im neuen Weltkatechismus von 1992, Nummer 2357, verfasst von Kardinal Ratzinger, belehrt er uns, es sei besser, die eigenen Töchter zur Vergewaltigung preiszugeben, als homosexuelle Akte zuzulassen. Er stützt in seinen eigenen Worten, also Sie können das im Katechismus nachlesen, da schreibt also der Katechismus, ist von Johannes Paul geschrieben, aber geschrieben ist er eben, weil Johannes Paul war ja immer unterwegs, von Ratzinger. Also, Ratzinger sagt, gestützt, das sind seine eigenen Worte, gestützt. Wo bin ich denn jetzt hier? Sich dabei auf die Geschichte 1. Mose 19. Also er stützt sich auf die Geschichte, steht das auch? Ich helfe Ihnen mal rein. Wo Lot, der Neffe Abrahams, zu den Homosexuellen? Also, der Papst, also Ratzinger, stützt sich nach seinen eigenen Worten, stützt sich auf die Geschichte 1. Mose 19, steht im Neuen Weltkatechismus unten die Anmerkung, wo Lot, der Neffe Abrahams, zu den Homosexuellen, die sein Haus in Sodom belagern, sagt, das ist die Geschichte vom Untergang von Sodom und Gomorra, sagt Lot, seht, ich habe zwei Töchter, die noch nichts vom Manne wissen, die will ich euch herausgeben, macht mit ihnen, was euch gefällt, nur diesen Männern, Lotz hatte zwei männliche Gäste bei sich, tut nichts. Die Mädchen, die beiden, waren 12 bis 13 Jahre alt. Ich muss noch etwas hier anfügen. Vor kurzem hatte ich eine Meinungsverschiedenheit mit einer protestantischen Kollegin bei einer Veranstaltung an einer deutschen Universität. Ein Student fragte, ist in der Bibel das Neue Testament genauso homosexuellenfeindlich wie das Alte Testament? Sie sagte, oh nein, Paulus schreibt im 1. Korintherbrief 6,9, die Knabenschänder werden das Reich Gottes nicht erben. Und dann verstieg sie sich zu der Behauptung, das Neue Testament ist nur gegen Knabenschändung. Das Neue Testament ist nicht gegen Homosexualität. Ich sagte, das stimmt nicht. Das Wort Knabenschänder ist eine falsche Übersetzung des griechischen Wortes, das Paulus benutzt, nämlich Arsenokeutes. Arsen, wie bei Agatha Christi, heißt im Griechischen Mann. Und Keutes heißt Beischläfer. Arsen heißt Mann, Keutes heißt Beischläfer. Es heißt also Mann Beischläfer. Männlicher Beischläfer. Aber in allen mir Bekannten, also Leute, ich muss euch sagen, ich dachte, es kann nicht wahr sein, aber in allen mir bekannten deutschen Übersetzungen des Neuen Testaments, evangelischen, katholischen, in allen Standardwörterbüchern der Theologen, der Altphilologen, wird das Wort Arsenokeutes falsch übersetzt. Für die Deutschen ist in anderen Sprachen nicht.
nicht, die sagen richtig Homosexuales, die Spanier zum Beispiel. Für die Deutschen ist Homosexualität gleich Gnadenschändung. Die Ermordung der Homosexuellen ist ein schweres Verbrechen der Weltgeschichte. Sie beruht auf Bibelworten, auf die sich Katholiken, Protestanten, Moslems berufen und findet auch heute noch statt. Ich habe vor einigen Jahren im katholischen Sender EWTN von mindestens zwei solcher Fälle in USA seitens bibeltreuer Protestanten gehört. Und in einigen muslimischen Ländern werden auch heute noch Homosexuelle aufgehängt oder lebendig begraben. Und insofern ist Papst Benedikt fortschrittlich, denn Verbrennung der Homosexuellen seitens der katholischen Kirche finden heute nicht mehr statt. Die letzte mir bekannte war 1750 auf dem Platz der Gräben. Ich möchte zum Schluss Sokrates zitieren mit seinen Worten in Platons Phaidon 68a. Viele, denen Geliebte und Frauen und Kinder starben, gingen bereitwillig in den Tod, denn sie waren von der Hoffnung getrieben, dass sie die, nach denen sie so sehr sich sehnten, nach ihrem Tod wiederfinden und mit ihnen zusammen sein werden. Im griechischen Text steht das Geliebte, ist ja Deutsch, Paidikoi. Gemeint ist der geliebte homosexuelle Lebenspartner. Der größte Unterschied zwischen antikem Griechentum und Christentum betrifft die Einschätzung der Homosexualität. Aber die Kirche schätzt die Homosexuellen anders ein als Sokrates. Ich persönlich finde das obige Wort, viele, denen Geliebte und Frauen und Kinder starben, gingen bereitwillig in den Tod, denn sie waren von der Hoffnung getrieben, dass sie die, nach denen sie so sehr sich sehnten, nach ihrem Tod wiederfinden und mit ihnen zusammen sein werden. Weil für mich, da trifft das ein, also mein Ehemann, der vor 10 Jahren gestorben ist, ich finde das schön, Sokrates das Schönste dazu zu dieser Jenseitshoffnung gesagt hat, die ich gefunden habe. Aber die Kirche schätzt die Homosexuellen anders ein als Sokrates. Die Sexualfeindlichkeit der Kirche hat noch weitere dramatische Auswirkungen. Sie führt zu widerwärtigen sexuellen Verirrungen. Die Verbrechen, die von zwangsentsexualisierten Priestern an Kindern und Jugendlichen geschahen und noch geschehen, dies unaussprechliche Leid der wehrlosen Betroffenen schreit zum Himmel. Und Papst Benedikt